Das Video über meine Thunfischangelversuche in Norwegen hat ja ganz schön für Aufsehen gesorgt und bei manch einem scheinbar das Blut ziemlich in den Kopf steigen lassen. Jedenfalls hast du mich beim norwegischen Fischereiamt angezeigt, weil ich womöglich ohne Lizenz auf Thunfisch angle. Daher nochmals die rechtliche Klarstellung. Das Fangen von Thunfischen ist nur mit einer Sondergenehmigung erlaubt. Das Angeln in Norwegen in den Fjorden ist frei für jeden erlaubt. Denn rechtlich sollte klar sein, dass ich hier keinerlei Rechte verletze, wenn ich behaupte, etwas tun zu wollen und dabei Köder durch das Wasserziehen erlaubt sind, auf Fische angle, die auch erlaubt sind und in einer Geschwindigkeit angle, die auch erlaubt ist. Aber wenn du einen untermaßigen Seelachs als Köder für den Heilbutt auslegst, dann ist das tatsächlich eine Rechtswidrigkeit. In der Konversation mit dem norwegischen Fischereiamt wurde klar, dass ihnen die Problematik auch klar ist, dass man das eine nicht von dem anderen unterscheiden kann. Catch and Release ist übrigens auch verboten. Doch wie denn zu verfahren sei, wenn man denn eine Fischart am Haken hängen hat, die geschützt ist oder eine gesonderte Lizenz verlangt, darauf wussten sie auch keine Antwort. Aber du als Denunziant, du musst dir doch irgendwelche Gedanken gemacht haben. Oder wolltest du einfach nur den Blockwart raushängen lassen? Wie sieht es denn mit dieser rechtlichen Regelung aus? In der Thunfischzeit, also in der die Fische hier rumschwimmen könnten, sind nur noch Kunstköder und Naturköder bis 14 cm erlaubt. Damit könnte man Thunfische weitgehend ausschließen. Und das wäre doch sicher in deinem Sinne, oder? Aber mal Spaß beiseite. Manchmal ist es eben nur ein Film, den du siehst. Und alles Weitere ist nur dein Kopfkino. Wenn du das nächste Mal etwas siehst und dich aufregst, einfach mal die Augen schließen, tief ein- und ausatmen und bedenken, wir haben hier ganz andere Probleme auf der Welt, für die du deine wertvolle Lebenszeit sinnvoll einsetzen könntest. Es sei denn natürlich, du willst dich hier aufregen und anderen Leuten schaden. Das wäre schade. Damit ist die Sache wohl erledigt. Ihr wisst jetzt, wie es rechtlich hier mit den Thunfischen in Norwegen aussieht. Und ich gehe jetzt erstmal angeln auf alles, was beißt. Ach nee, ich mache noch eine schriftliche Unterlassungserklärung, okay? Denn wenn der Thunfisch weiß oder wissen könnte, für wen der Köder gedacht sein könnte, dann sollte man vielleicht noch dem Thunfisch klar machen, um was es hier geht. Nämlich, okay. Und falls es dir jetzt immer noch schwerfallen sollte, ein fiktives Vorhaben, nämlich das Angeln allgemein und dann noch auf Thunfisch zu unterscheiden zwischen einer tatsächlichen Rechtswidrigkeit, wie zum Beispiel die Verwendung einer untermaßigen Makrele oder eines untermaßigen Köhlers, da gibt es zwei englische Sprüche, die das sehr gut unterscheiden können zwischen Angeln und Fangen. Every day is a fishing day, but not every day is a catching day. Oder, that's why we call it fishing and not catching. Einleuchtend, oder? Bis dann.